So, Hallihallöchen, da bin ich wieder. In Assassin's Creed Black Flag. Ja, aber dein Kaffee ist scheiße. Du brauchst noch mehr Übung. Jetzt überlege ich gerade. Nein, nein, nein. Ich habe mich. Wir dürfen ja hier rein. So. Nee, dann. Nee, das wollte ich auch nicht. So. Da, Computer hacken. Okay. Wir wurden ans Rezept gehalten. Das ist Kunst, Sean, keine Wissenschaft. Sean und Rebecca, Leute. Sean und Rebecca. Oh, wer kommt denn da? Sie haben es also nicht vergessen. Das ist wirklich sehr unhöflich. Sie haben Rebecca hier fast 30 Minuten lang warten lassen. Inselaffe, sei nett. Entschuldigen Sie, der verträgt seinen Kaffee nicht. Also, wie machen wir das? Datentransfer? Okay, das sollte reichen. Die Quittung kommt per Mail. Ist demnächst. Mach's gut, Sean. Tschüss, ja, tschüss. Oh, erwarte bloß keinen Gratis-Kaffee mehr. Arrogante. Sie ist toll, oder? Sean! Gerade kommt die Bestätigung, dass der Kurier weg ist. Hervorragend, du bist ein Wunder. Nein, das ist übertrieben. Du bist kein Wunder. Du bist Angestellter. Tust deinen Job. Aber vielen Dank für die Hilfe. Aber trotzdem, viel Spaß im Piratenleben. Rebecca, schnell bleiben. Hallo. Rebecca, huhu, guck. Oh Mann, Rebecca und Sean, ich glaub's nicht, ey. Aber das ist jetzt wieder. Das ist jetzt die Frage, was läuft hier? Was läuft hier? Hier haben wir noch so einen komischen QR-Code. So, Haftnotiz Nummer 6. Nehmen Sie zum Beispiel das Schwarzpulver, das uns meisterhafte Kontrolle über das Feuer verlieh. Nehmen Sie zum Beispiel die Dajori-Typie, die unsere Art, wie wir das wahre Leben sehen, verändert hat. Nehmen Sie die Glühbirne, die uns Licht spendet, wenn gar kein Licht nötig ist. Nehmen Sie das Automobil, das uns auf Geschwindigkeit beschleunigt, die uns nur auf neue und dumme Arten töten können. So. Wir dürfen jetzt wieder zurück. Okay, dann machen wir das mal, Leute. Echt nice. Echt nice. So. Ja, wir wollen jetzt wieder zurück. Ich wollte eigentlich sehen, was da im Gehackten ist. Also beziehungsweise. Ach ja, das war ja für Subjekt 17. Blablabla. Siehst du, ich bin schon so verwirrt heute. Unglaublich. So, Leute. Ja, nichts verstehen. Gut, Französisch. Entschuldigung, das muss gerade so ein bisschen sein. So, also, rein in den Animus, weiter geht's. Oh, Hallöchen, Frau. Oi. Wo willst du hin, zum Markt? Nein, ich... Meine Eltern baten mich, zu ihnen zu ziehen. Und das werde ich. Wie meinst du das, zu ihnen ziehen? Du lebst hier, bei mir. Bitte verzeih, Edward, doch mein Vater hat recht. Du hast doch genug verdient auf dieser Farm. Warum kannst du dich damit nicht begnügen? Mit mir. Genug verdient? Diese Arbeit war gottverdammte Ausbeuterei. Willst du den Rest deines Lebens mit einem Bauern verbringen? Lass gut sein, Edward. Schon gut. Wenn du jetzt gehst, Caroline, wirst du nie wissen, was hätte sein können. Caroline! Caroline! Ja, der Spruch war gut. Was hätte sein können? Wach auf, Kenway. Ist Thatch da? Der brach heute mit der Galeone auf. Er glaubt, wir finden selbst eine gute Verwendung für diese alte Bucht. Ei, wir machen schon noch was draus. Eine Flotte hätte hier Platz, wenn wir wollten. Und mit etwas Arbeit könnte es ein schönes Zuhause werden. Überzeugt vielleicht sogar mein Weib, hierher zu kommen. Du bist also verheiratet? Vor Gott bin ich das. Sie verließ mich vor einer Weile. Trotzdem, behalte das bloß für dich.
Die meisten Piraten respektieren keine Männer mit höheren Zielen als saufen und plündern. Bei meiner Ehre. Lass mich wissen, wenn du was findest. So, wir sollen James Kidd folgen. Ja, dann meint daher, da würde ich sagen. Ups. Hallöchen. Wo läuft der denn lang, Alter? Junge, ist der schnell. Hier ab. Bin ich von da gekommen letztes Mal? Ich weiß ja schon. Wow. Komische Dinger, oder nicht? Alt und verwittert. Ist das von diesen Maya? Oder den Azteken? Kannst du gut rätseln, Edward? Denk- und Knobelspiele und dergleichen. Nicht schlechter als jeder andere. Warum? Ich glaube, du hast ein Naturtalent. Wie du arbeitest und denkst. Und wie du deine Umwelt verstehst. Da wäre ich nicht so sicher. Jetzt gerade sprichst du in Rätseln und ich verstehe kein Wort. Klettere auf dieses Ding hier, in Ordnung? Hilf mir, was zu lösen. Konzentriere dich auf all deine Sinne. Sehe durch Schall und Schatten tief in die Materie. Bitte. Ja, ich kenne das Gefühl. Ich habe es seit meiner Jugend. Als nutzte man alle Sinne gleichzeitig, nicht? Geräusche sehen und Formen hören. Welche Kombination? Alle Männer und Frauen auf dieser Erde verfügen über eine tief verborgene Intuition. Ich kenne das schon mein ganzes Leben. Nur dachte ich, es hätte irgendwie mit meinen Träumen zu tun, oder so. Die meisten finden es nie. Andere brauchen Jahre, es hervorzukitzeln. Doch einigen wenigen fällt es so leicht wie atmen. Was du fühlst, ist das Licht des Lebens. Von lebenden und vergangenen Wesen ein Rest ihrer Lebenskraft. Die kommt und geht. Jeder ist in der Lage, seine angeborenen Sinne weiter zu entwickeln. Ich versuche es ja, Mensch. Ja. Bist ein talentierter Mann, Edward. Sieht sonderbar aus. Ob es was wert ist? Nichts zum Verprassen. Doch wenn du sie alle findest, führt es dich zu etwas Großem. Wie viele? Ein paar Dutzend, glaube ich. Hier lang. Ich muss dir noch was zeigen. Ein paar Dutzend? Alter Verwalter, ein paar Dutzend sind 12. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Glaube ich. 13, 14 und das auch noch 15. Naja, wir werden sehen. Ich habe hier noch etwas gefunden. Ich glaube, dieses Geheimnis liegt dir schon eher. Das ist der Stoff, aus dem Rätsel sind. Nicht schlecht, oder? Warte nur, bis du siehst, was am Ende liegt. Wow, das sieht ja geil aus. Da wären wir. Was denkst du? Ich glaube, Monsieur Ducasse hatte sehr viele Geheimnisse. Ei, und sieh hier. Eine solide Treppe, die Gott weiß, wohin führt. Was glaubst du, erwartet uns da oben? Kann ich hier irgendwie nicht hochklettern? Mensch, ich würde die gerne tun. Kann ich auch nicht plündern, ne? Ich kann die echt nicht plündern. So wie ich Ducasse kenne, wäre ich nicht überrascht, ausgefuchste Folter- und Mordinstrumente zu finden. Eine eiserne Jungfrau oder eine Sammlung Daumenschrauben. Oder den Fürst der Finsternis.
Schon mal kein guter Anfang. Das aber ist ein pfiffiges Ding. Probier mal den Schlüssel von Ducasse. Nummer eins. Fehlen noch vier. Ei. Es mag sein, dass diese vier Templer sie haben. Siehst du den Namen hier? Sie wurden entsandt, um diese vier Ziele zu töten. Teufel, die Karte habe ich Gouverneur Torres in Havanna verkauft. Laut ihm zeigt sie die Stützpunkte von Assassinen. Meinst du nicht, du bist ihnen eine kleine Warnung schuldig? Zumindest, wenn irgendeine Art Herz in deiner Brust schlägt. Das könnte ich wohl, wenn es mich zu den anderen Schlüsseln führt. Lieber eine schlechte Ausrede als gar keine. Nette Bude. Okay. Templerjagd. So, meine Damen und Herren, wir dürfen jetzt... Wo ist denn erstmal hier die Truhe? Da. Sieht nicht cool aus. So, und jetzt müssen wir hier wieder raus aus der Bude. Das ist doch das Haus, wo wir waren, ne? Ja, genau. Da wollte ich... Ah, siehst du, ich bin falsch gelaufen. Ich, Entschuldigung, Leute. Da wollte ich nämlich hin. Genau. So, endlich mal hier. Synchronisieren. Echt geil aus, Leute. So. Dann machen wir das mal so. Aber wir sollen ihn auf dem anderen Schiffchen treffen. Aber ist nicht wild. Wir müssen Laufweg gespart. Mal gucken, wo er jetzt hin will. Du willst uns verlassen? Diese Bucht passt besser zu dir, Edward. Besser als dieses Kostüm jedenfalls. Oh, nun komm schon. Wir sind Piratenkids. Wir nehmen, was wir wollen und sind, wer wir wollen. Freie Männer. Doch das passt nicht zu dir. So bist du doch gar nicht. Wie bin ich denn? Das ist oft schwer zu sagen. Eins ist sicher, du magst gefährliche Prisen. Wie das Observatorium? Ich glaube, du weißt mehr darüber, als du in Nassau verraten hast. Das ist dir aufgefallen, ja? Triff mich bei 20 Grad, 3 Minuten nördlicher Breite vor der Küste Yucatans. In ein paar Wochen kann ich dir dort was Hübsches zeigen. So, die alte Bucht, 100%. Ja, das war jetzt auch nicht eigentlich so schwer. So. Treffen Sie sich mit Ihrer Mannschaft, um Upgrade zu kaufen. Oh, Entschuldigung. Die Frage ist, was kostet der ganze Spaß? Beziehungsweise... Erstmal. Oh nee, ne? Ich kann kein Upgrade gerade fürs Schiff kaufen. Das ist jetzt gerade ätzend. Ich habe gedacht, wenn ich da hingehe, kann ich das machen. Habt ihr einen Moment, Captain? Ich brauche Geld, um eine Schiffswerft zu errichten, Captain. Je schneller ich das Geld bekomme, desto eher beherrschen unsere Schiffe die See. So.
auf dem alten Seebär, Captain? Die Männer brauchen dringend einen Ort zum Rumhuren und Verlustieren. Mit etwas klimpernder Unterstützung könnte ich sowas hier aufziehen. Und wenn der Rum in Strömen fließt, wäre ein jedes Seemannsherz besänftigt. Ja. Ihr macht einen alten Seebären stolz und für euch soll es sich auch lohnen. Longbens Fluch soll mich treffen, wenn nicht. So, Hallöchen. Habt ihr Zeit für einen alten Seebär? Ich rede nicht um den heißen Brei herum, Captain. Ich brauche Geld für ein kleines Warenlager. Ich wäre euch ewig dankbar. Und als Gegenleistung bringt ein Laden im Ort viele nützliche Waren hierher. So, was kostet die Bude? Ja, das ist ja noch günstig. Wir können ja echt erstmal hier aufbauen, wa? Das Ganze. Ein guter Kapitän sorgt für seine Männer, ja? Die Matrosen sind, wie sagt man, enttäuscht, dass es hier keine Frauen gibt. Ich weiß, wo wir welche finden, aber wir müssen ihnen ein Zuhause bauen. 15.000! Tut mir leid, aber 15.000 habe ich nicht. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass das so teuer ist hier. Unglaublich. Was sind das für Preise? Hab nachgedacht, Captain. Warum errichten wir nicht ein eigenes Lagerfeuer am Strand? Den Jungs würde ein Ort zur Zerstreuung sicher gut gefallen. Was sagt ihr? Wenn du mir jetzt sagst, dass das hier... Ja, klar. 7.000 Tacken für dafür, dass die da rumsitzen und ein bisschen nichts tun. So. Das heißt, wir müssen noch einmal 15.000 an Land bringen, damit wir, ne? Was darf's denn heute sein? Kaufen. Ja, genau, Upgrades. Wir haben noch ein bisschen Kohle. Breitzeitenkanonen. Rundkugeln. Ich glaube, die Stärke der Rundkugeln zu machen, ist ein bisschen besser, ne? Wir könnten die auch immer noch machen, aber ich glaube irgendwie ein bisschen. Lager? Auf kurze Distanz, ja. Mörser, dum. So, Mörser haben wir auch noch. Dann können wir jetzt noch stärker ansparen. Nein. Ja. Ja. Wie, jetzt kann ich nichts mehr machen. Das ist aber okay. Kann ich mit leben, Leute. Wie gesagt. Genau, Munition natürlich. Genau. Ja, aussehen können wir so lassen, das juckt mich immer nicht so. So, schwere Kugeln richten verheerende Schaden bei Gegnern an, allerdings nur auf kurze Distanz. Sehen Sie mit R zur Seite und drücken Sie RT, um zu schießen. Okay. Und die Jungs freuen sich. Machen Geschäfte Freude. Ja, das glaube ich. Ich bin pleite und ich habe mein Geld. Unmöglich. So, Leute. Ja. Das war wieder mal eine Folge von mir in Assassin's Creed. In Klammern 4, sage ich immer. Also eigentlich ist ja das vierte Teil. Black Flag. Ich hoffe, es hat euch wie immer irgendwie gefallen. Ihr wisst ja, wie es geht. Mit Kommentaren, Like und Abo. Und vergesst natürlich auch nicht, die Glocke anzumachen. Ihr wisst warum, ne? Und in diesem Sinne, wie immer, bis zum nächsten Mal und bis denne.